Affenvirus hat sich ausgebreitet. Die Leute machen sich schon auf den Bäumen bereit. Das ist ein Gorilla-Außenposten. Gorilla-Mode ist loading. So Leute, es ist soweit. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind in Leipzig. Heute ist das große Finale vom D-Cup. Ja, ich bin mal echt gespannt, wie das laufen wird. Ich fühle mich eigentlich relativ gut, gut geschlafen, gute Unterkunft, coole Unterkunft auf jeden Fall hier. Wir haben so eine Sauna, die ich leider jetzt nicht benutzen kann, aber geil. Heutige Disziplinen liegen mir eigentlich gut, nur ich habe gelernt vom letzten Mal, ich muss immer ein bisschen Angst haben. Autokreuzheben, Viking Press, ich glaube bei Viking Press werde ich richtig ausrasten. Was haben wir noch? Yoke und wieder das Medley. Medley. Und Auto. Haben wir schon. Ach so. Vier Disziplinen. Auto, also Medley, Autokreuzheben, Viking Press und Yoke. Na, da denke ich, dass ich eigentlich relativ gut abschneiden werde. Ja, es geht jetzt um Champion. Werde ich Champion 2019 oder werde ich nur wieder mal den zweiten Platz belegen zum 500.000. Mal. Bist du schon nervös? Ein bisschen Leistungsdruck. Ne, also das gibt einen so, weißt du, wenn es um Champion geht oder sowas, dann ist das so, oh Gott, entweder gewinne ich oder ich verkack voll oder so. Ne? Das ist so, ja, ich will gar nicht wissen, wie die Leute auf der WSM sind. Ne, wenn es jetzt die Disziplin ist, bei Atlasdowns zum Beispiel, wer ist schneller? Wenn derjenige schneller ist, wird er der stärkste Mann der Welt. So einen Leistungsdruck will ich mir gar nicht vorstellen können, aber das wird irgendwann mal früher oder später passieren. Ne? Also, seid gespannt. Angekommen, es war gerade Athletenbesprechung. Ja, wurden die Disziplinen wieder erklärt. Es ist eigentlich nichts Neues dabei, nur das Viking Press. Wir machen uns jetzt warm und Supplements sind schon eingenommen. Es sind 25 Leute dabei. Ein paar gute sind auch wieder am Start.
will jetzt mal keine Namen nennen hier, Fremdwerbung. Aber ich mache mich jetzt erstmal warm. Und dann geht's los. Viking Press Nummer 1. Das sind die beiden, die punktgleich im Moment in Führung liegen. Unterschied ist, dass der Führer im gelben Shirt 2 Wettkämpfe gewonnen hat und der, den ich jetzt vorstelle, bisher erst einen Wettkampf gewonnen hat. Jetzt haben wir den Ayub Mohammed aus Oberhausen. 25 Jahre alt, 162 Kilo bei 1,82 Meter. Und den aktuell Führenden der Liga im gelben Leadershirt. Aus Bayern, aus Altenbuch. 25 Jahre alt, 137 Kilo, 132 Kilo bei 1,75. Tim Rubi, der Leader. Und dann haben wir, darf ich bitte die beiden Kampfrichter dazu bitten? Den Thomas Nagel und den Chefgesandten. Und wir haben einen Ehrengast, den darf ich auch bitte dazu bitten. Lange Zeit bei uns hier mit im Stall gewesen, Kampfrichter. Heute macht er sich ein bisschen rar bei uns. Aber allen noch bekannt, unser lieber René Matike. Sonst immer hier mit Kampfrichterkappe. Heute hier zu Gast, freut uns ganz besonders, dass du da bist. Hallo René. Jetzt kommt der Ayub und danach kommt der Tim. Und der Ayub, der könnte heute noch die Liga gewinnen und der Tim könnte auch noch die Liga gewinnen. Oh, für die geht es um was ganz Besonderes heute, aber dafür müssten sie heute den Tag auch gewinnen. Und der Ayub muss noch vor dem Tim landen, also es gibt heute eine Rechenaufgabe. Wird total spannend. Komm! Eins, tiefer, zwei, auf Pfiff warten, drei, vier, fünf, komm, sechs, jetzt läuft, komm, sieben, acht, atmen, neun, weiter, zehn, komm, zwölf, weiter, 13, komm, 14, weiter machen, komm, 15, jetzt kommt man näher, komm, komm! 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 18, du musst 20 machen! Komm! 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 Du musst eine Reihe machen! Komm! Komm! 20! Ja! Ja!
Hallo, hallo. Ich glaube, du kriegst ungefähr 20 abgezogen. Wenn ich mal dein Gesicht sehe. Gut gemacht. Ja, das wäre. Ich muss es ausbaden. Wir sehen uns. 20 Wiederholungen vom Ayo. Gekim. Kann näher. 1, 2, auf Fitback. 3, 4, auf Fitback. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 auf Fitback. 15, 16, 17, 18, 19, ganz sehr geil. Das war schon mal spannend, würde ich sagen. Spannend! Und der Tim wird sich rächen in der nächsten Disziplin. Jetzt kommt nämlich Autokreuz-Heben. Da wird der Tim sagen, das hat sich mir nicht nochmal gefallen. Es wird auf jeden Fall super spannend heute. Und der Kai, der kann ja auch noch mitreden. Der ist jetzt ein bisschen langsamer eingestiegen, aber der kommt jetzt noch. So Leute, erste Disziplin ist durch. Viking Press, 20 Wiederholungen gemacht. Auseinandergenommen. Ich habe das Ding leider fallen lassen. Und die Waschmaschine ist explodiert fast. Und eins wollte mir eine klatschen, Alter. Aber das war nicht extra. Das war total. Das war echt spannend. Das war so viel Emotion. Ja. Vor allem an den Zuschauern konnte man auch sehen. Ja. Unfassbar. Da sind echt viele gekommen. Falls ihr mal rüber drehen wollt, könnt ihr mal echt sehen. Da sind schon ein paar einige dabei. 150, 200 vielleicht Leute schätzen. Echt geil. Jetzt kommt Autokreuzheben mit 300 Kilo. Und 290. Ja, jetzt Autokreuz heben. Da wird's schwierig. Da ist Tim King einfach. Tim ist da besser. Ich war bei Biking besser. Jetzt, aber gucken, Luke. Ich gebe auf jeden Fall, ich gebe alles. Wird spannend heute, ne? Heute wird's spannend. Heute wird's wirklich sehr spannend. Bleibt auf dem Lauf und bleibt dran.
Komm! Auf, komm! 20 Sekunden! 10! 18 Sekunden! Komm! Tim Rubi, der Letzte hier am Start, der Mann in dieser Shirt. Das ist eigentlich ja. Aber 15 kann nur, was soll ich sagen? 15 kann nur hier die Wiesen sein, genau. Der Mann in Gelb, der Führende. Punktgleich in der Gesamtwertung für Ayo, aber ein Wettkampfsieg vor ihm, deswegen Geld. Ganz knappe Kiste heute. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und warten. Fünf. 6, noch 40 Sekunden, 7, 8, noch 35 Sekunden, 9, 10, noch 30 Sekunden, 11, 12, noch 25 Sekunden, 13, noch 20 Sekunden, 14, noch 15 Sekunden. Und das ist der Sieg in der Disziplin für den Tim Rubi. Sieg im Autorollteam. So Leute, wir haben wieder das Wettbewerbstief erreicht. Ich bin richtig K.O. irgendwie gerade. Autokreuzheben lief nicht so wie gewollt. 12 Wiederholungen. Bin auf Platz 3, 4 beim Autokreuzheben. Keine Ahnung, Autokreuzheben ist schwach momentan. Da muss ich auf jeden Fall noch einiges machen. Und jetzt ist Jog. Race mit 300 Kilo, 40 Meter. 20 hin, 20 zurück. Ich denke da, dass ich da gut abschneiden werde. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, Wettbewerbstief gerade eben. Ich muss meine Kohlenhydrate reinhauen und gucken, dass ich wieder fit werde, bis ich dran komme. Guckt's euch an!
2060, neue Bestzeit für den Kai. 2060. Und 25,29 die Zeit für den Schümann. 25,29. Und die letzten beiden in der dritten Disziplin, die liefern sich heute ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Erste Disziplin hat der Ayub gewonnen, zweite Disziplin hat der Tim gewonnen. Wer schlägt sich heute wie im Yoke-Race und können sie schneller laufen als der Kai? Nein, können sie nicht, sagt der Kai. Auf keinen Fall. Kai sagt nein. Wenn sie schneller laufen wollten, müssten sie schneller sein als 2060. Schneller als 2060 gib muss Gas, sein, gib wenn man Gas. Kai jetzt noch schlagen will. Wir sind gespannt. Der Ayub auf meiner Seite, der Tim in Gelb, der Leader auf eurer Seite. Komm! Oh, wie die Nähmaschinen gehen die beiden ab. Komm! Wir schieben euch. Da bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, was hier passiert. Was sagt der Kampfrichter? Ja, es muss der Heinz entscheiden, okay. Aber du hast keine Strafpunkte gekriegt, aber selbst wenn. Ja. Was haben wir jetzt? 17,58 die Zeit für den Tim und 20,29 die zweitbeste Zeit für den Ayub. Also hat der Tim hier gewonnen, selbst wenn er Strafpunkte kriegen würde, hätte er immer noch die Bestzeit. So oder so, mit 17,58 die schnellste Zeit. Und damit Sieger im Yoke Race, Tim Rubi, unser Führer. Das soll doch gar nicht sein. Mehr als ich. Ja gut, er war schneller. Manchmal gehört das mit dazu, dass man nicht das bekommt, was man will, aber davon sollte man sich jetzt nicht entmutigen lassen. Ich werde noch trotzdem 100% geben. Ich habe ja noch eine Disziplin. Wer weiß, was dann noch passiert. Aber ich denke mal, ich stehe zu 80% fest, wer dieses Jahr Champion sein wird. Aber wie gesagt, ich gebe mein Bestes noch. Up und Downs gibt es immer. Das Wichtigere ist, ob man dran bleibt. Und du bleibst dran, oder? Sicher. Ich werde trotzdem aufsteigen. Ob ich jetzt Champion werde oder nicht. Das Leben geht weiter. Und zweiter Platz ist auch geil. Ja. Nicht so. So ungefähr. Aber wir haben jetzt noch den Medley. Sack tragen, 120 Kilo hin und zurück und dann eine Kugel aufladen. Und du gibst 100%? 100%, genau. 150 bitte. Ja,
Also hier geht's richtig um was. Kein Fehler machen. Komm, komm, komm! Keinen Fehler machen. Komm! Schnell! Oh. Schnell, 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 schnell! Komm! Oh. Komm! Komm! Nicht drüber werfen. Komm! Schnell, schnell! Komm! Komm! Wow! Wahnsinn, wie schnell er ist! Und da ist er! Unglaublich! Unglaublich, der Film! 20:43! Unglaubliche Zeit! Das ist ja wie ohne Sack gelaufen! Das ist ja unglaublich! Das schaffe ich ja gar nicht ohne Sack, 40 Meter in der Zeit. Total. Und die Zeit für den Ayo. Wie war die Zeit für den Ayo? Ja, 23:79. Eine super Zeit, aber so einen Gegner zu haben, ist natürlich brutal. Ja. 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 So schnell ist noch nie einer gelaufen. Brutal. Und sogar der Ayo ist schneller gelaufen, als der deutsche Rekord bisher war. Aber er hat halt einen brutalen Gegner gehabt heute. Hast du deutschen Rekord? Also das war ein richtiges, brutales Finish. Wir rechnen jetzt schnell alles aus. Und in gut 10 Minuten, schätze ich mal, gibt es dann die Siegerehrung. Ja, also, ihr habt gehört, es gibt gleich Siegerehrung, wir haben ein super tolles Publikum. Hier ist voll mitgefeuert, angefeuert die Leute und wir freuen uns auf Siegerehrung von Octavia. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen und bitte bleibt auf die Siegerehrung. Verlieren gehört nochmal dazu. Aber trotzdem, Top-Leistung. Wenigstens hattet ihr Nervenkitzel. Ich weiß noch nicht mal, ob ich dich richtig in der Kamera hatte beim Laufen, ganz ehrlich. Carol, come on! Carol, come on! Egal. Trotzdem, Pro League. Schritt für Schritt. Der Witzkas ist auch nicht von heute auf morgen geworden.
hat auf Zeiten ihr Mulchen geschlagen hat. Kannst du ihn? Sogar beim Weltkapitän, beim letzten Wettkampf habe ich ihn geschlagen. Also von dem her, wird schon. Ja, ich muss mal eine Woche zu dir runterkommen, dann heißt das. Das wird, eine harte Woche. Nee, ich glaube, das wird richtig Spaß machen. Ich bin, glaube ich, zu lustig. Ich bin noch nicht so weit, aber so, okay. Zweiter sicher. Wer soll vorher zwischen euch keiner, glaube ich, oder? Was war denn deutscher Rekord jetzt hier eigentlich? Normalerweise war der bei 25 Sekunden. Also, der war brutal schnell. Der war heute schnell in der Wiese. Kevin, der Brockenkopf. Gratuliere. Der zweite Platz. Das war heute ein Zweikampf, der war sensationell. Geht an unseren Robot Gorilla, den Ayub Mohammed. Saison und gleich Zweiter, sehr, sehr stark. Das beim Finale, so muss sein. Du kannst weitergehen. Nächstes Jahr kann ich jetzt schon verraten in der ersten Liga. Und da lässt er sich genauso wenig aufhalten wie dieses Jahr. Wir kommen zum Sieger des heutigen Finalwettkampfes, Tim Ruby. Gratuliere, freut mich sehr. So, Lisa, du stellst jetzt die Athleten auf und dann geben wir noch die Top 5 der Deutschland-Cup-Serie bekannt und wir übergeben den Preis an den Gesamtsieger. Wo ist die Goldmedaille? Der Ayub hat die Goldmedaille. Ayub! Wie hat er das hinzukommen? Aber wenigstens ganz kurz! Hat der Ayub auch nicht mehr? Wahnsinn! Gut, stellt euch bitte auf, die Medaillensieger nach vorne, dann hinten rum und dann sehen wir die Gesamtsieger von der Liga bekannt. Da gibt es ja auch noch einen Preis. Finde ich einen sehr schönen Preis für unseren Gesamtsieger. Na, also Lisa, stell du mir die ganzen Athleten auf. Mach mal eine schöne Gruppe jetzt. Seid ihr nicht das erste Mal dabei? Die 105er ganz nach vorne, Max, die 105er ganz nach vorne. Der Sieger in der Mitte, immer der Zweitplatzierte nach rechts. Der Dritte links und dann die schweren Jungs dahinter. Und dann würde ich sagen, grüß der Peter, der übergibt die Stange, bei der ist er selber Kraft-3-Kämpfer, das kann der locker machen. Und den Pokal für den Deutschland-Cup-Champion, und ihr wisst ja, ihr könnt es ja rechnen, dieses Jahr Deutschland-Cup-Champion, der Team Ruby. Und für ihn gibt es diese Stange, extra eine goldene Stange von ATX, für unseren Team Ruby. Ich hoffe, der bekommt einen Ehrenplatz in deinem Studio. Ja. Das ist eine richtige Stange. Also die ist nicht nur zum Anschauen, die ist auch fürs Training. Also das ist nicht nur Gau, die ist von ATX. Und ja, auch noch eine Urkunde für den Deutschland Cup Champion. Und den Deutschland Cup Champion Pokal.
dann machen wir ein Bild und dann lese ich noch, da mal ein Bündchen mit drauf, noch die anderen vor. Zweiter in diesem Jahr, der Ayub Mohammed. Dritter in diesem Jahr, der Kai Erhard. Das heißt, die drei steigen auf jeden Fall auf. Vierter, Schimon Peplinski, aber der braucht nicht aufsteigen, weil er ist ein 105er. Bleibt also dabei und für den haben wir extra die deutsche Meisterschaft. Dann kommen wir zum Robert Schwarz. Der muss aufsteigen. Und dann wäre noch dabei, wen er will, weil die ersten drei müssen ja, die ersten fünf dürfen. Der Nico Freudenberg, ich habe schon einen Antrag auf jeden Fall vom Kevin Koch und vom Jonathan Wulfert, die wollen in die erste Liga. Also die ersten drei, die aufsteigen müssen, das ist der Tim Rubi, der Ayub Mohammed, Kai Erhard und der Robert Schwarz, weil der Robert ist ja schon das zweite Jahr jetzt in den Top 5. Wir freuen uns, nächstes Jahr euch in der ersten Liga begrüßen zu dürfen. So, vielen Dank. Wir warten, wir machen jetzt ein Bild mit den Top 3. Top 3 in jeder Klasse. Meine lieben Gorillas! Ich wurde gerade ermahnt vom Director of... Creative Director. Die Laune ist doch noch ein bisschen besser geworden, weil das im Strongman halt nun mal so ist, dass man auch... Keine Ahnung, man muntert sich alle gegenseitig auf. Ne? Mir ist jetzt zwar der Titel um 2 Punkte weggerutscht aus der Hand. Aber wenn der Robert da gewesen wäre, wäre sowieso keine Chance gewesen. Also von daher, ganz ehrlich, ich habe die Saison angefangen und bin Vize-Champion geworden. Und darauf bin ich auch ganz stolz. Nach jedem Wettkampf bin ich besser und besser geworden. Das habe ich auch von den ganzen anderen Leuten gehört. Und jetzt geht's in die erste Liga. Bei Medley wart ihr beide sogar so schnell, dass ihr eigentlich den deutschen Rekord geknackt habt. Im Medley, das war der Rekord. 25 Sekunden war der deutsche Rekord. Und wir haben den beide auseinandergenommen. Der Tim und ich. Das war auch auf jeden Fall richtig cool. Ja, diese Athletikstange, ne? Die war schon geil, ne, Karol? Ja. Die war schon geil. Die war echt heiß, ey. Mit unseren polnischen Künsten wollten wir die noch so ein bisschen abziehen, aber Alter, der Tim hat gut aufgepasst auf die Stange. Der hat gut aufgepasst. Nee, wünsche ihm auch. Der wird auch auf jeden Fall in der ersten dabei sein, ich auch. Wir haben beide das Ziel, in der ersten noch weiter durchzustarten. Nicht so wie einige andere, die die zweite durchmachen und danach sich nicht mehr sehen lassen. Wir brauchen Männer in der ersten und ich werde auf jeden Fall einer davon sein. Mein nächstes Ziel ist es, stärkster Mann Deutschlands zu werden. Ja. In 2 Wochen habe ich noch einen Wettkampf, der ist aber nicht von der GFSA, sondern privater Natur, also privat veranstaltet. Vom Herr Rainer Caziola, das war auch so ein Powerlifter, Strongman, Schrägstrich, Kraftsportler in Herne, also bei mir um die Ecke, also direkt im Jungle, 44 Jungle, ihr wisst Bescheid, die Leute, die das kennen. Da wird auch, ist okay, da ist die Gewichtsklasse ein bisschen anders, aber das wird auf jeden Fall klappen. Das wird gut sein. In Herne am 5. Oktober in Herne. Leute, das ist meine Hood. Kommt vorbei, unterstützt mich. Ich bin zu Hause in der Nähe, also kommt einfach vorbei. Wird geil. Dann könnt ihr das mal auch live miterleben, wie das ist und wie geil das ist.
und dann muss ich auch noch mein Gorilla-Studio endlich zu Ende fertig machen. Jetzt gibt es keine Wettkämpfe mehr, keine Sachen, die mich ablenken könnten davon. Wird das Studio fertig gemacht. Das Studio wird fertig gemacht für Leute, die Bock haben, vorbeizukommen, zu trainieren. Ihr könnt mich, ich sag euch sowieso noch mal vorher Bescheid, ihr könnt mich privat anschreiben, eine PN einfach, und dann machen wir da was aus und dann kommt ihr vorbei und wir trainieren zusammen. An dieser Stelle bedanke ich mich, ich mache jetzt eine Bedankungsrunde, an Heinz Hollig, die Legende, die ja das alles veranstaltet hier, die Sponsoren sucht, an die Sponsoren an sich auch selber, die nenne ich jetzt zwar nicht, aber auch Dankeschön an den, an die Leute, die mich unterstützt haben, Familie, Freunde, Frau, die jedes Mal dabei sind, mich in dem Videodreh unterstützen. Auch danke an Carol, dass du das machst, Bruder. Und an die Leute, die mir tagtäglich schreiben, wie sehr ich die motiviere mit meinen Videos und den Support auf YouTube, auf Instagram. Danke, Leute, wirklich danke. Das zeigt mir wirklich, das gibt mir Motivation, weiterzumachen. Das gibt mir einfach Power auch irgendwo auf eine Art und Weise, um das besser zu machen. Lasst doch gerne auch ein, falls ihr es noch nicht gemacht habt, ein Like da, ein Comment, schaltet unten, abonnieren, Glocke einschalten und seid stets aktuell, was in meiner Welt so abgeht.